Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Remola Talk und der ersten Folge im Jahr 2023. Ich hoffe, du hattest eine wunderschöne Weihnachtszeit und bist gesund und munter im Jahr 2023 angekommen, auch wenn der Januar so gut wie vorbei ist. Ja, das Jahr 2023. Ich bin ja mal wirklich gespannt, was alles passieren wird und vor allem, was auf diesem Kanal hier passieren wird. Ich kann dir nur versichern, Ideen sind massig vorhanden. Besonders aber freut es mich, dass ich im letzten Jahr viele Kontakte zu anderen YouTubern knüpfen konnte. Und das heißt im Umkehrschluss, es wird hier im Remola Talk definitiv nicht langweilig werden, denn die nächsten Themen und Gäste sind schon in der Pipeline. Was erwartet dich in der heutigen Folge? Zum einen möchte ich dir ein Musikstück vom Kanal Nordisch Sound vorstellen. Auf dem Kanal findest du Lieder und Gaming-Sound im 8-Bit-Gewand. Schaut gerne mal vorbei, alle Links unten in der Beschreibung. Und was das Hauptthema angeht, ich fragte den guten Jorgenson, ob er nicht mal Lust hätte, wieder mein Gast zu sein. Ja, gesagt, getan, Jorgenson kam vorbei und wir quatschten ganz gemütlich über das Thema Videospiele im Allgemeinen. Und jetzt spanne ich dich nicht länger auf die Folter, denn wir lauschen den Klängen von Nordisch Sound. Kümmerliche Vorstellung. Und so starten wir mit dem ersten Talk in diesem neuen Jahr. Natürlich habe ich heute auch wieder einen Spitzengast dabei. Hier ist für euch der Jorgenson. Jorgenson, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir so? Mir geht's auch sehr gut, danke. Jo, Jorgenson, nachdem ich das ja bei unserem Bloodborne-Gespräch ein bisschen verkackt habe, dich mal richtig vorzustellen, würde ich dir gerne mal die Gelegenheit geben, sag doch mal unseren Zuschauern, wer du so bist, was du so machst, wo man dich findet. Ja, also ich bin Jorgenson und ich bin YouTuber. Ich mache hauptsächlich Gothic-Content aller Art. Da geht es auch von normalen Let's Plays über irgendwelche editierten Challenge-Runs zu editierten Let's Plays zu auch Podcasts, zu Lore-Videos und hast du nicht gesehen. Also
Für jeden sollte was dabei sein. Und ich glaube ja, einige aus der Gothic-Community werden mich vermutlich schon kennen. Und ja, ansonsten versuche ich mich auch mal immer wieder mal in andere Spiele jetzt in letzter Zeit mal einzufinden, mal ein paar andere Rollenspiele anzutesten. Ja, und das wäre es eigentlich schon zu mir, ne? Also ihr seht, die Palette, die ist lang, und schaut einfach mal beim Jorgensen vorbei. Die ganzen Links sind dann in der Infobox. Und ja, ich kann euch nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, ist wirklich viel Unterhaltung dabei. Ja, Jorgensen, ich habe dich heute aus einem Grund eingeladen, und zwar, ich möchte heute mal mit dir über Videospiele im Allgemeinen reden. Ich habe mal so mitbekommen, dass du, glaube ich, mit Videospielen jetzt dein Geld verdienst, ne? Und es muss ja mal auch irgendwie einen Grund gegeben haben, warum du gerade das mit Videospielen machst und vielleicht keinen Content über, ja, keine Ahnung, Banking, Finanzen oder Musik oder irgendwas, ne? Und da wollte ich dich jetzt, möchte ich mit der Frage mal anfangen. Wie waren so deine ersten Berührungspunkte mit Videospielen bzw. PC-Spielen? Boah, meine ersten Berührungspunkte, das war auf jeden Fall über meine Brüder, ne? Also wenn ich jetzt ganz allgemein Videospiele, dann ist es entweder über die PlayStation 1 gewesen, über, Quatsch, noch viel früher, Sega Mega Drive. Oh. Das waren die ersten Berührungspunkte. Hatten wir damals zu Hause, haben meine Brüder mal viel mitgespielt, mit so auch Sonic oder andere Spiele, ne, in diesem Jump'n'Run-Setting gab es da drauf, und das waren wirklich die ersten Berührungspunkte. Boah, ich habe so viele Spiele gerade im Kopf, wie die aussehen, aber ich komme gar nicht mehr auf die Titel. Ne? Also es gab sehr viele Sonic und Sonic-Klone damals. Ne? Und ja, das haben eigentlich alle meine Geschwister auch gespielt auf dem Sega, ich dann irgendwann auch. Und ja, dann ging es irgendwann rüber zum PC und zur PlayStation, hatten immer meine älteren Brüder, und ich war dann immer der kleine Knirps, der daneben saß, zugeguckt hat. Und das waren, denke ich, so die ersten Berührungspunkte. Okay. Und wann bist du dann so zu einem PC zurückgewechselt? Weil ich glaube, deine Karriere ging dann so richtig dann auch so mit Gothic dann an, oder? Meine Karriere? Ich meine, so deine PC, das war jetzt blöd formuliert, so deine, dass du mehr auf dem PC zockst. Ach so, ja, wie gesagt, damals als kleiner Bub, meine Brüder sind ein bisschen älter als ich, da hatte ich nie einen eigenen PC und habe halt immer dann nur spielen dürfen, wenn meine Brüder oder meine Eltern es mir dann erlaubt haben, ne, dass ich mal auf den PCs von meinen Brüdern spielen kann. Ja, deswegen, die ersten Berührungspunkte beim PC. Irgendwann hat dann meine Tante damals noch einen eigenen PC gekauft für sich, und da haben wir dann auch Spiele drauf installiert. Ich weiß, da war man noch viel lieber bei der Tante, als man sonst noch da war, weil da gab es nicht nur leckeres Essen und Süßigkeiten, weil meine Tante und Oma haben damals zusammen gewohnt, da gab es nicht immer nur leckeres Essen, sondern da gab es auch noch die Belustigung durch Computerspiele. Und genau auf diesem Rechner habe ich dann auch das erste Mal Gothic gespielt. Ah, cool. Hast du dann das Spiel mitgebracht oder haben das dann auch deine Tante, Oma gehabt? Mein Bruder hat halt die Spiele organisiert. Du kannst dir vorstellen, meine Tante hatte mit den PC-Spielen nichts am Hut. Die brauchte eher den PC für den Office. Aber also mein Bruder hatte irgendwann so eine Sammelbox. Wo früher gab es das immer, ne? So eine Sammelbox mit ganz vielen verschiedenen Spielen. Und da war in einer CD halt auch Gothic dabei. Und so kam mein Bruder in Gothic und ich hab's halt ganz fasziniert beim zugeguckt. Und dann weiß ich noch, erstmal habe ich es damals nicht richtig gespielt, weil ich zu klein und doof war wahrscheinlich. Und dann hat er mir so eine Cheatliste ausgedruckt und hat mir da so ein paar Speicherstände vorbereitet. Ja, und dann bin ich irgendwann vom Cheaten, bin ich halt da durch und hab einfach allen Leuten irgendwie Waffen und Ausrüstung gegeben und so ein Kram. Hab einfach mehr erstmal so gespielt und dann irgendwann habe ich dann ja selber mal versucht, einen Durchgang zu wagen, aber dann auch, glaube ich, noch mit God-Mode aktiviert, weil es mir zu schwer war. Ne? Und ja, irgendwann dann später, ein paar Jahre danach, habe ich dann nochmal Gothic für mich quasi neu entdeckt, als ich nochmal ein bisschen älter war. So, keine Ahnung, mit 11 oder 12 oder irgendwie so muss das gewesen sein. Da habe ich dann jetzt erstmal so richtig Gothic gespielt. Ne? Okay. Ja. Ja. Und nach deinen ganzen Erfahrungen so, bist du ja dann mehr oder weniger auf dem PC hängen geblieben. Wie war das dann so parallel zu Gothic? Was hat denn dich dann sonst noch so fasziniert? Beziehungsweise gab es für dich auch irgendwelche Serien, die du sagst, okay, die habe ich verfolgt, vielleicht auch auf der Konsole parallel dazu? Oder gab es auch eine bestimmte Spielfigur, wo du gesagt hast, Mensch, ich bin zum Beispiel ein riesiger Mario- oder Sonic-Fan? Also ich muss sagen, bei Sonic und Mario oder auch allem, was mit Pokémon und so zu tun hat, die ganzen Spiele, die sind echt an mir vorbeigegangen. Das war nie so meins.
Von daher würde ich sagen schon, also wenn es um Rollenspiel geht, klar, Gothic oder auch später dann auch irgendwann Oblivion, ne, und so, ne, habe ich aber nie so wirklich geliebt wie Gothic. Und dann, ich meine, das war schon ein bisschen später, ich meine, wann kam Oblivion raus? Und davor würde ich sagen halt noch die ganzen Age of Empires Teile, ne? Ah, okay, cool. Aber ich bin jetzt nicht so der Strategie-Experte, sondern ich habe da auch immer die Kampagnen gespielt. Mhm. Und das war's dann. An den Kampagnen hatte ich Spaß. Gerade einer meiner liebsten Teile ist Age of Mythology. Und davon kommt ja auch bald irgendwann mal ein Remake, glaube ich, habe ich gehört. Und da freue ich mich richtig drauf. Weil das könnte ich mir sogar vorstellen, nochmal auf dem Kanal sogar bei mir zu zeigen, obwohl ich noch nie ein Strategiespiel dort gezeigt habe. Weil es mich einfach auch total an die Kindheit erinnert. War dieses Age of Mythology, war das nicht auch das, wo du mehrere Epochen spielen konntest? Zum Beispiel Steinzeit, Mittelalter, dann... Nee, ich glaube, das war... Boah, wie hieß das dann nochmal? Das war nochmal ein anderes Spiel. Age of Mythology ist wirklich Age of Empires sehr nah, nur du hast halt... das spielt in der Antike, du hast da die Ägypter, die Wikinger und die Griechen. Mhm. Und du hast... das Besondere war da, dass du noch mythische Wesen und Götterkräfte und sowas hattest. Du hattest immer die Gunst von Göttern, die du erwerben konntest. Und dafür konntest du ja auch in deine Einheiten hatten auch so mystische Wesen. Das heißt, ein Zyklop konnte in deiner Einheit mitkämpfen oder die Hydra oder was auch sonst. Ne? Mhm. Und das Coole war halt, gerade so ein Zyklop konnte so normale Fußsoldaten hochheben und einfach wegwerfen und so. Krass. Ne? Und dann gab es wieder Helden, die dann die Kreaturen gekontert haben quasi. So hat man das ein bisschen ausbalanciert und später kam sogar noch ein Volk dazu in so einer Erweiterung. Dann waren noch die Atlanter dabei. Mhm. Und da kamen noch Titanen dazu. Also das, ich weiß aber, welches Spiel du meinst mit den verschiedenen Epochen. Ich überlege gerade nur, wie das heißt. War das Empire Earth? Kann das sein? Ja, das war Empire Earth, genau. Ah, okay. Ja, muss ich sagen, bei Strategiespielen bin ich eher auch ein bisschen raus. Ich habe damals, ich weiß noch, ich bin ja katholisch, zu meiner heiligen Kommunion habe ich damals Age of Empires 1 mit diesem DLC oder Erweiterungspack bekommen von meinem Onkel und habe das gespielt, aber eigentlich immer so wie ein Dulli eigentlich. Also keine Ahnung, was ich gemacht habe, ein bisschen Holz abgebaut und so. Meistens wurde ich dann von den Feinden überrannt. Also ich war auch zu klein, sage ich mal, für solche Strategiespiele. Und dann habe ich mir irgendwann auch mal das Zweier geholt, weil mir das vom Setting her so besser gefallen hat mit Wikinger und Ritter. Aber das Einzige, was ich da gemacht habe, war dann immer in diesen Aufbaumodus, da mir irgendwelche schönen Städte da gebaut und keine Ahnung, so an Camelot angelehnt, aber mehr ist dann auch nicht passiert. Da war ich dann immer raus. Ja, irgendwann, ich kenne das aber, wenn man noch jünger ist, dann nimmt man die Spiele ja auch nicht so ernst oder versteht das auch alles noch nicht so ganz, was die von einem wollen. Gerade wenn man jünger ist oder ist auch, weiß nicht, einfach zu faul, sich das alles durchzulesen oder so. Aber ich bin dann oft ein paar Jahre später nochmal wieder drangekommen und habe das dann auch viel ernster genommen und dann waren das auch die Spiele, die ich dann, wo ich richtig viel Spaß mit hatte, das dann richtig durchzuspielen. Mhm. Ja, es ist eigentlich aber auch schade so, ne, dass, wenn ich jetzt mal so dran überlege, wir haben es ja in Fable, glaube ich, haben wir da auch drüber gesprochen in dem Fable-Podcast. Ich habe da als Kind auch das ganz anders gespielt, als es eigentlich so gedacht war. Also klar, schon irgendwo die Hauptquests, aber ich habe sehr viel Zeit in der Welt verbracht, einfach in dieser Welt zu agieren und zu spielen. Und das finde ich irgendwie schade, dass das heutzutage durch Beruf, Familie und weiß der Geier was, dass man sich da nicht mehr so, also mir geht es zumindest so, nicht mehr so fallen lassen kann. Du spielst teilweise echt nur noch ein Spiel, ja, zum Runterkommen, aber so richtig eintauchen, das klappt bei mir fast gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie geht's dir da so dabei? Also es kommt wirklich auf das Spiel an. Wenn eine Spielwelt mich mitreißt, dann kann ich mich da drin auch immer noch verlieren und für den Moment, wo ich dann spiele, die paar Stunden, kann ich auch dann alles andere ausblenden. Dann bin ich da drin, das funktioniert bei mir noch. Hm. Aber da muss halt das Spiel gut sein. Das stimmt. Weil wenn das Spiel, ich glaube, das letzte Mal, wo ich das so richtig hatte, ist bei Acholos gewesen, ne? Bei der Gothic 2 Total Conversion. Und das war wirklich so, Alter, das da habe ich mich wirklich wie in die Kindheit zurückgesetzt gefühlt. Das war das Gothic, was ich mir immer gewünscht habe, quasi so nach Gothic 2, die Nacht des Raben. Mhm. Weil danach war es ja alles ein bisschen anders und das war wirklich wie ein Segen. Und da habe ich so gern gespielt und mich in dieser Welt verloren und stand auch manchmal einfach nur in der Gegend rum und habe der Musik gelauscht und ich finde auch gerade über Musik und die Atmosphäre kannst du genau diese Effekte erzeugen. Und Fable hat ja zum Beispiel auch eine sehr faszinierende Musik, einen tollen Soundtrack. Oder aktuell habe ich jetzt Two Worlds 2 angefangen. Mhm. Und da ist der Soundtrack auch so dermaßen gut, dass du einfach auch manchmal in der Welt einfach verweilen willst und einfach nur dem Soundtrack lauschen willst und auch nichts sagen möchtest oder nichts hören möchtest. Das ist halt wirklich
gelungen dann von der Atmosphäre. Ja, das wäre ja auch am Anfang gleich richtig schön in Szene gesetzt. Du hast ja, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, wenn du so auswählst, was, wo, wie, hast du, glaube ich, die Bilder von der Landschaft und dann kommt ja dieses wirklich schön gesungene Musikstück und es macht schon richtig Atmosphäre, also richtig Bock da auch einzutauchen. Mhm, so ist es. Ja, ich sag mal so, ich habe das, ich habe letztens drüber erst nachdenken müssen. Ich hatte mal mit 11 Jahren hatte ich Gothic 1 entdeckt und hatte ein wirklich Suchtproblem, kann man schon fast sagen. Also ich habe am Tag 10 Stunden gedattelt, mein Vater musste mich wirklich vom PC wegziehen. Und ich war in der Schule gesessen und dachte mir die ganze Zeit so, boah, wie geht's jetzt weiter? Ich weiß noch genau, ich war an der Stelle wieder zurück im alten Lager, Stone befreien. Und mein Vater hat gemeint, es ist Sommer, mach den PC aus, wir gehen jetzt Radfahren. Und ich war die ganze Zeit auf dem Fahrrad und überlege, boah, wie geht es jetzt weiter, ne? Und das habe ich danach lange Zeit nicht mehr in Spielen gehabt. Erst The Witcher 3, also nach langen, langen Jahren hat es mal wieder geschafft, dass ich dann so auf Arbeit gesessen bin und dachte, boah, wie geht es denn jetzt weiter? Boah, ich muss jetzt dringend Feierabend machen. Ja, das stimmt. Die Spiele können das erzeugen. Gerade bei einem jungen Geist, sage ich mal, wahrscheinlich noch eher, weil man da noch nicht auch so viele Verantwortung im Leben hat. Und da ist es auch wichtig, finde ich, dass Eltern da so eine schützende Hand über die Kinder halten, dass sich die Kinder auch nicht darin verlieren, weil in so eine Sucht abzudriften. Also ich kenne das aus dem folgenden Beispiel. Bei mir war das damals auch eine Zeit lang so. Da haben wir so ein richtig billiges Online-Rollenspiel gespielt mit meinen Freunden. Aber da ging es auch eher nicht darum, halt dieses Spiel zu spielen, sondern auch wirklich einfach online abzuhängen, anstatt sich wirklich zu treffen. Das war irgendwie total doof, aber als Teenager oder Kind war ich dann begeistert und ich weiß auch, damals irgendwie zu der Zeit, da hatte ich meine erste Freundin und war gleichzeitig mit meiner Clique aber immer so am Zocken und hatte auch so meine Clique und da war es voll schwierig für mich, da eine Balance zu finden. Und da ist auch wichtig, dass dann Eltern noch sagen, hey, hier, mach mal einen PC aus, ne? Und das ist wichtig, wenn man die Kinder da einfach machen lässt, weil ein Erwachsener kann selber entscheiden, wie lange er spielt und erkennt eher seine Grenzen und seinen Rahmen. Ich glaube, ein Kind kann das nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man sowas auch mal anspricht, ne? Ich fand es ja immer bloß witzig bei mir, dass komischerweise, wenn ich Videospiele gespielt habe, dass dann die Eltern gesagt haben, so, okay, du hast lang genug gespielt, Feierabend. Aber dann kam ja irgendwann, ich denke, das wirst du ja auch noch kennen, sowas wie ICQ. Und das war so das Gleiche, wie du jetzt gerade erzählt hast, mit diesem Online-Rollenspiel. Einfach im ICQ zusammensitzen und dann hat es doch auch immer diese Minispiele wie Pool-Billard oder weiß der Geier was gegeben. Und da habe ich teilweise am Tag auch ziemlich viele Stunden rein versenkt und da haben komischerweise die Eltern nichts gesagt, ne? Also ja. bei mir waren was das angeht, waren Eltern auf jeden Fall ein bisschen strenger, gerade wo man noch jünger war und zu Hause gewohnt hat, da ist ja so, dann nervt das vielleicht die Eltern auch, wenn die denken, ja, schönes Wetter, geh doch mal raus. Ist auch richtig so, finde ich. Weil zu viel am Rechner sitzen, ne, klar, hat das auch Vorzüge, du kannst auch deine Freundschaften vertiefen und auch, ne, schöne Dinge machen und erleben, aber den Bezug zur Realität verlieren und ich glaube, diese Gefahr sehen dann wahrscheinlich viele Eltern auch, dass sie denken, ja, mein Kind ist jetzt 10 Stunden am Tag am Rechner, das ist eigentlich viel zu viel. Ja, ne? Absolut. Ja, wie gesagt, das war allerdings auch nur bei Gothic 1, aber na gut, das habe ich zum Glück auch überstanden. Ja, ich glaube, viele werden das verstehen, wenn einem so die Sucht von so einem Spiel packt. Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der so lange Gothic gespielt hat oder irgendwelche anderen Spiele, wenn die dich da nicht loslassen. Na, ich find's ja auch witzig. Mein Vater zum Beispiel, durch meinen Vater habe ich ja auch irgendwie so das Zocken angefangen. Er hat irgendwie so eine Beinverletzung gehabt, glaube Knie operiert oder irgendwas und konnte, glaube ich, dann 3-4 Wochen nicht arbeiten und wusste dann nicht, was er daheim macht, weil er musste ja auch sein Bein ruhig legen lassen. Und hat sich dann die Super Nintendo gekauft und mit der Super Nintendo dazu auch das Spiel The Legend of Zelda, was damals aktuell war. Und er hatte dann damals die gleiche Problematik, ne? Also der hat er auch erzählt, so, naja, auf Arbeit war das dann auch bei ihm so bei seinen Arbeitskollegen so, ja, Zelda, wie geht's denn da und da weiter? Also noch Zeiten, wo es kein Internet gab. Und ja, also ich glaube, wenn das Zocken dich mal so gepackt hat, dann ist es schwer, da teilweise einen Riegel vorzuschieben. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch mit anderen Dingen so, wenn du es zum Beispiel auch nimmst mit Serien gucken oder so. Ja, da klar. Haben ja Leute wahrscheinlich genau das Gleiche, denn die zocken da nicht, sondern die bingen da so eine Serie durch und gucken noch bis in die Nacht rein und denken sich, ja scheiße, ich muss jetzt zur Arbeit und dann am nächsten Tag denken sie bei der Arbeit auch nur daran, ja wie geht jetzt die Serie weiter? Ja, absolut.
Ja, wie sieht's denn eigentlich so bei dir aus? Du machst ja jetzt halt mehr oder weniger beruflich ja auch mit Videospielen. Spielst du eigentlich für dich zum Runterkommen oder einfach nur so, um neues Spiel kennenzulernen, auch noch oder spielst du größtenteils für deinen Kanal? Also, gerade was so Rollenspiele und sowas angeht, was ich früher immer privat gespielt habe, auch Gothic-Mods und sowas, das ist klar alles jetzt für den Kanal. Was ich in letzter Zeit spiele ich mal wieder Privatdinge, und zwar ein Spiel Chivalry, haben wir auch schon Richtig, zusammengespielt. ja. Ne? Ja, das ist mal so ein Ding, was du halt für zwischendurch einfach spielen kannst. Für die Leute, die es nicht kennen, ist quasi wie so ein Battlefield im Mittelalter. Mit verschiedenen Klassen kann man sich da eins auf dem Schlachtfeld auf die Mütze geben, hat verschiedene Karten, die man dann erobern muss und was auch immer. Und das war mal wieder eine gelungene Abwechslung für zwischendurch mal. Und das ist auch so, das kannst du mal eine Stunde spielen und dann aufhören. Das ist nicht so, dass du da irgendwie ein stetiges Ziel vor Augen hast, und das muss ich jetzt erreichen, sondern es ist halt mehr Runde für Runde. Und ja, das zocke ich in letzter Zeit immer mal wieder halt mit verschiedenen Leuten. Ansonsten ist es aber schon eher so, dass das, was ich zocke, für den Kanal ist. Ne? Weil ich weiß ich nicht, wenn ich dann quasi auf Arbeit in Anführungsstrichen zocke, dann will ich nicht privat auch nochmal zocken, dann mache ich ja lieber andere Dinge. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ja, es geht mir auch ähnlich so. Also seitdem ich mit YouTube angefangen habe, komme ich eigentlich sozusagen für mich gar nicht mehr zum Zocken. Also ich mache das dann auch nur noch für den Kanal, wenn ich mal Reviews oder irgendwas mache. Was auch irgendwo schade ist, weil ich habe seit bestimmt einem Jahr jetzt oder fast ein Jahr Elden Ring daheim liegen und ich habe es noch nicht spielen können oder nicht die Muße gefunden. Genauso von meiner Frau habe ich jetzt auf Weihnachten God of War das neue bekommen. Ja, hab mal kurz reingespielt, mal die Grafik bewundert und das war's dann auch. Es ist eigentlich dann auch irgendwo schade, dass das untergeht. Also Ja. sollte man überlegen, ob man nicht in die Let's Play-Schiene reindriftet. Ja, oder in Streaming, da kannst du wahrscheinlich noch mehr zocken. Ja. Ne? Bin ich tatsächlich sogar am Überlegen, ob ich jetzt mal so hier und da mal ein kleines Let's Play streue, einfach nur aus diesem Punkt, dass ich mal wieder mehr zum Zocken komme, weil vermissen tue ich es wirklich. Ja, nö, das muss ja jeder für sich gucken. Ne? Ich glaube, die Leute, die auch ihre Streaming oder so Community bei YouTube aufgebaut haben, ich merke das ja auch zum Beispiel, wenn ich jetzt ein anderes Spiel spiele wie Two Worlds oder so, da sind jetzt nicht die gleichen Zuschauer wie bei Gothic dabei, aber trotzdem interessieren sich viele Leute dann, die auf dem Kanal sind, auch dafür. Und für einen selber ist ja auch eine schöne Abwechslung, ne? Deswegen. Absolut. Du machst ja auch momentan ja auch recht viel Let's Play auf deinem Kanal. Ich weiß jetzt gar nicht, war das am Anfang, wie du deinen Kanal gemacht hast, als Let's Play-Kanal gedacht oder hast du da mehr so Sketche und Musikvideos beziehungsweise Songs gemacht? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr sicher. Also am Anfang habe ich auch ganz normal Let's Plays aufgenommen. Irgendwann habe ich dann so meine ersten Versuche mit so Edits gemacht. Ich bin ja ganz neu an diese ganze Schnittgeschichte und alles rangekommen. Ich habe ja nicht früher sowas schon mal gemacht, sondern das alles war vor 4 Jahren, 4,5, irgendwie sowas. Da habe ich ja angefangen und dann habe ich irgendwann diese Gothic-Sprachfiles genommen und in so Filmausschnitte reingepackt und sowas. Und dann irgendwann habe das ja mit der Musik angefangen, dass ich da versucht habe, einen Beat zu nehmen und da diese Soundfiles drauf zu machen. Und einfach so nach und nach hat sich das ergeben. Aber Gaming war grundlegend immer schon so ein Bereich, den ich einfach interessant fand. Ne? Ja. Wie kam es dann dazu, wenn ich dich mal an der Stelle fragen darf, dass du damit auf YouTube allgemein landest? Weil ich denke, man steht ja nicht eines Morgens auf und sagt so, ich mache mir jetzt einen YouTube-Account. Ja, bei mir war es mehr oder weniger eine Überlegung. Also ich habe einfach ein anderes Hobby gesucht, weil mein altes Hobby konnte ich nicht mehr so ausüben, wie ich, also ich meine, mein altes Hobby war halt der Kraftsport, ne? Und dann bin ich irgendwann erkrankt und konnte es nicht mehr so ausüben wie früher. Und dann habe ich mir ein anderes Hobby gesucht und dachte, ja, ich gucke jetzt in einen neuen Themenbereich rein und dachte einfach so, ja, lade ich mal hoch, mal gucken, ne? Machen ja viele, aber ich hatte gar keinen Hintergedanken. Ich bin jetzt nicht da irgendwie von vorne aus davon ausgegangen, dass man irgendwann mal damit Geld verdient oder sowas in die Richtung, sondern ich habe einfach angefangen, weil ich Bock hatte. Und ja, dann habe ich mir das Hobby quasi gesucht und habe einfach angefangen, ja, wie sieht das dann aus mit mit der Schnittsoftware und wie macht man das überhaupt, wie lädt man da die Videos hoch, habe alles eingerichtet und habe mir dann erstmal billiges Equipment geholt, billiges Mikrofon, billiges Mischpult, einfach für den Anfang und ja, so nach und nach einfach versucht, Dinge ausprobiert und dadurch habe ich dann irgendwann so das
gefunden, was mir Spaß macht auf YouTube. Und dass ich das mal irgendwann als Beruf machen würde, hätte ich niemals gedacht. Also wenn du mir das vor 3 Jahren erzählt hättest, hätte ich dich ausgelacht. Mhm. Aber so ist das Leben manchmal. Manchmal ergeben sich Dinge und ja, jetzt bin ich eigentlich sehr froh, in dieser Position sein zu dürfen. Ja, Gott sei Dank. Ich kann mich noch an einen Podcast von dir und einem Kurger erinnern, bei Wir sprechen uns noch war das, und ich glaube, da war da Varion dabei? Ich weiß nicht, irgendjemand war dabei und da wurdet ihr gefragt, ob ihr euch das vorstellen könnt, das beruflich zu machen, und da habt ihr das ganz klar verneint, also alle beide. Hab mich damals dann schon überrascht, dass du dann irgendwann mal gesagt hast, yo, ich mach das jetzt beruflich. Ja, wie gesagt, dass ich das beruflich mache, ist seit letztem Jahr, also Vollzeit. Ich habe es dann irgendwann als Nebenberuf, klar, irgendwann meldest halt Gewerbe an, verdienst, wenn du deinen ersten Cent damit verdienst, musst du ja. Mhm. Ne? Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich wage jetzt den Schritt, weil ich dann wirklich gute Summen hatte, die ich verdient habe. Ja, und also es hat sich für mich gelohnt, weil die Leute kriegen das ja auch dann nie so mit, was man wirklich auch für Aufrufzahlen und so erreichen kann. Und ich glaube, der schlechteste Monat jetzt im letzten Jahr hatte ich, das war mitten im Sommerloch, wo halt Urlaubszeit, warm ist, ne? und die Leute sind halt draußen und gucken nicht. Da hatte ich, glaube ich, trotzdem auf meinem Kanal 600.000 Aufrufe irgendwas, und die besten Monate waren immer über 1 Million Aufrufe. Boah. Ne? Und das mit alten Spielen, mit Gothic-Content ist halt wirklich beachtlich, und ich habe ja auch gesehen bei solchen Sachen wie Challenge-Runs und weil ich das alles so editiert habe mit diesen Sprachfiles und Game-TTS und diesen ganzen Sachen, die sich auch noch ergeben haben, die ganzen Leute, die ich kennengelernt habe, mit denen man zusammenarbeiten kann und so. Da haben sich einfach viele Dinge ergeben, hat man ja vorher gar nicht gewusst, und dass das so einen positiven Anklang findet, hätte ich auch mal niemals gedacht, aber es hat sich ergeben, und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich das ewig so weitermachen kann, wie sich das entwickelt, aber ich habe, was das angeht, auch keinen Stress, dass ich denke, ich muss das jetzt, sondern ich bin gerade echt sehr glücklich in der Situation. Mhm. Und wenn man so guckt, die letzten Jahre, man kann eh nicht viel planen. Ich höre immer so, hey, willst du nicht was machen, was sicher ist? Und ich denke mir so, ja, heutzutage ist schwer zu sagen, was sicher ist. Ne? Viele Leute denken, sie haben einen sicheren Arbeitsplatz, und dann geht eine Firma vielleicht doch bankrott. Ne? Mhm. Und gerade diese letzten 3-4 Jahre haben gezeigt, was alles in der Welt passieren kann und in der Wirtschaft, und auf einmal steht man dann da. Deswegen, ich bin gerade in diesen Zeiten sehr froh, dass ich mein eigener Chef sein kann und dass ich mir diesen Luxus auch leisten kann, sozusagen, ich arbeite, wann ich will, ich arbeite, wie lange ich will, was ich will. Das ist halt ein Traum. Mhm. Das kann ich nicht anders sagen. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, dir tritt keiner in den Arsch, du musst liefern, du musst immer liefern. Mhm. Du musst dranbleiben, weil das muss man auch können. Und deswegen, man ist ja auch nicht als YouTuber oder was einfach jetzt nur am Computer spielen den ganzen Tag, sondern das ist ein kleiner Bruchteil von diesen ganzen anderen Dingen, die noch dazukommen, weil das sehen ja auch gerade viele Leute nicht, wie viel. Du hast ja selber schon den einen oder anderen Gothic-Sketch oder ein anderes aufwendigeres Video gemacht. Du weißt selber, wie viel Arbeit in so ein paar Video stecken kann. Oh ja. Und rechne das mal hoch aufs ganze Jahr, ob du wirklich motiviert wärst, durchzuziehen, jeden Tag zu liefern. Da ist es schon schön, dass ich auf meinem Kanal einfache Projekte habe und auch aufwendigere. Ne? Eine schöne Abwechslung. Zufälligerweise habe ich gestern beim Kochen und Abspülen deinen Podcast mit Ars Sonic, kann das sein? Heißt der so, der gute Mann? Mhm. Genau. Und da habt ihr die Sicht des Creators dann auch so erzählt, und ich fand es so geil, weil ich habe den schon mal gehört, aber da war ich so ziemlich am Anfang und konnte das noch nicht so richtig nachvollziehen. Und jetzt hat er, wo ich jetzt auch schon fast ein Jahr so dabei bin und auch regelmäßig Videos mache, so auch, ja, da hängt viel mehr dran, und vor allem, was beim Zuschauer nicht mal ankommt, ne? Der Zuschauer sieht 5 Minuten Video, lässt sich berieseln und gut ist und sieht nicht mal, was da hinten dran für einen Rattenschwanz an Arbeit hängt, ne? Und ja, Jorgensen, an der Stelle sage ich auch bloß Glückwunsch dazu, dass du es geschafft hast. Ich gönne dir das wirklich, und ich bin auch froh, dass du uns da so gut unterhältst. Ja, danke schön. Ne? Also ich, wie gesagt, zu den Dingen, wenn mich jemand fragt, wie ist das so gekommen oder was ist das, weiß ich nicht, Geheimnis dahinter, wenn man so will. Es gibt kein Geheimnis, also bei mir zumindest. Ich hätte ja selber nie gedacht, dass ich das mache. Es hat sich einfach ergeben. Irgendwann haben die Zahlen so gestimmt, dass ich sage, okay, ich kann das auf jeden Fall wagen, weil ich hier in dem Nebenjob mehr verdiene als beim eigentlichen Job, was glücklicherweise bei mir irgendwann so war. Und dann habe ich es einfach versucht. Ne? Und Glück gehört auf jeden Fall dazu. Mhm. Ne? Zur richtigen Zeit, im richtigen Ort, glaube ich. Und dann halt
einen auch gewissen Ehrgeiz und Durchhaltevermögen, weil viele Leute erwarten, glaube ich, zu schnell Erfolge, ne? Weil, guck mal, ich habe auch bestimmt 1,5 Jahre was gemacht und hatte auf meinen Videos 50 Aufrufe, ne? Mhm. Und irgendwann wurde es dann mehr und ja, es ist auch keine Garantie. Es gibt so viele Streamer, die streamen für, weiß ich nicht, für 50 Leute, für 100 Leute, ne? Und haben aber trotzdem Spaß dabei. Mhm. Und das ist wichtig, ne? Und da kann man sich nicht vergleichen und denken, ja, aber Streamer XY hat jetzt 2000 Zuschauer, ne? Das ist dann halt der falsche Weg, denke ich. Ja, also man darf das nicht aus der Sparte machen. Man muss, wie es Arsonic ja auch gesagt hat, man muss Spaß an dem Prozess haben und man muss Spaß haben an dem, was man tut, weil sonst, ich glaube, wenn du mit der Einstellung hingehst, ich mache das jetzt, um Geld zu verdienen, dann kannst du eigentlich auch gleich wieder einpacken. Ja, vielleicht sofort, auch nicht, vielleicht, ja. Vielleicht hast du auch Glück, aber Wahrscheinlichkeit ist, denke ich mal, eher gering. Ich denke, gerade bei diesen Dingen, wenn du nur Dinge aus Geldgründen machst, dann wirst du irgendwann ja das Interesse verlieren. Weil wenn du jetzt, wenn zum Beispiel mir Gothic gar keinen Spaß machen würde, ja, und ich würde aber trotzdem mich dazu zwingen, Gothic-Videos, egal in welcher Form, zu machen, dann würde irgendwann die Motivation ja sowas von in den Keller gehen, selbst wenn du damit gutes Geld verdienst. Du würdest dir denken, wofür mache ich das? Mhm. Aber also bei mir ist es gerade so, ich freue mich auf das, was ich tue. Es gibt Sachen, die sind da nerviger, die machen weniger Spaß. Wie zum Beispiel, so ein Podcast nimmt man auf, ist an sich nicht viel Arbeit, man redet hier jetzt gerade, aber nachher dann nochmal durch den Podcast durchzugehen und dann alles zusammenzufriemeln, nochmal zu hören, passt das alles zum Beispiel, mhm, das ist schon mal viel mehr Arbeit, weil du gehst ja die ganze Zeit durch, die aufgenommen wurde. Und das ist so eine Arbeit, die macht dann vielleicht nicht so viel Spaß, aber sie gehört dazu. Das muss man auch sehen. Und dann gehen da an den eigentlichen Podcast, wo man eine Stunde aufgenommen hat, nochmal irgendwie gefühlt, nochmal eine Stunde mindestens verloren, wo du nur da durchgehst und dann nochmal, ne, alles hochladen, einstellen, ne, Video vorbereiten oder, ne, auf anderen Plattformen hochladen. Es geht sehr viel Zeit drauf. Mhm. Und dann, das sieht keiner. Und dann hast du noch nicht mal das Thumbnail gemacht, ne? Weil das sollte ja auch hundertprozentig dazu passen, zu deinem Inhalt und zumindest auch, ja, ein Eyecatcher sein, dass die Leute drauf hängen bleiben, ne? Um zu entscheiden, jawohl, das möchte ich angucken. Na, also ich sehe es ja selber, ich mache ja regelmäßig jetzt ja auch schon diese Podcasts und also ich sag mal, so eine Folge, die braucht garantiert so eine Woche oder ja, ist halt bei mir auch geschuldet, da ich 40 Stunden Vollzeit arbeite auch, ich muss das immer neben der Arbeit machen, also so eine Woche geht da meistens drauf für so einen Podcast. Ja, ich meine, ich kenne das ja auch noch, wenn man sonst anderweitig beschäftigt ist, man hat da auch zum Beispiel im sozialen Leben manchmal dann Einbrüche, dass man sagt, hey, ich habe heute keine Zeit, ich wollte das noch fertig machen. Und darunter kann dein Sozialleben dann auch leiden. Ne? Wenn du sagst, hey, ich habe gerade hier die Priorität auf meinem YouTube-Video, was ich noch fertig machen will, wenn du nebenbei noch voll arbeitest und dann noch Freunde, Familie irgendwo unterbringen willst, das ist schwierig. Mhm. Deswegen, da muss jeder gucken, ob das für einen was ist. Und ein anderer Punkt, den viele Leute auch vergessen, gerade wenn du eine Community aufgebaut hast, ich merke das jetzt immer wieder, man ist eigentlich nicht dafür geschult oder ausgebildet, mit so vielen Leuten gleichzeitig Kontakt zu haben. Mhm. Alleine die Eindrücke, die durch Kommentare reinkommen oder halt durch auch zum Beispiel Nachrichten, Discord, was auch immer. Du hast mit so vielen Leuten Kontakt und das kann einen auch überfordern, weil man das ja nicht gewohnt ist. Ne? Mhm. Weil im Alltag hast du deine Arbeitskollegen oder deine Familie, Freunde, aber das ist dann ein überschaubarer Rahmen bei den allermeisten Menschen. Und wenn du im Internet dann präsent bist, das ist es kann sehr schnell viel zu viel werden, ne? Hm, verstehe ich. Ja, und dann machst du ja auch so ungewollt vielleicht auch die ein oder andere Überstunde, sage ich jetzt mal, ne? Hm, genau. Ne? Ich fand es auch zum Beispiel einen guten Entschluss von dir, was du jetzt da nach Weihnachten da offenbart hast, dass du jetzt nicht mehr auf alle Kommentare eingehst. Ich kann mir das auch vorstellen, du ballerst ja am Tag, glaube ich, 3 Videos oder sowas raus und da kommentieren jeder Mögliche und du hast ja wirklich ja immer versucht, immer zu schreiben und zumindest ein Herz zu geben. Das kann irgendwann zu viel werden, verstehe ich voll und ganz. Ja, und es ist ja nicht so, dass ich die Kommentare jetzt nicht lese mehr. Ich gehe da trotzdem durch und es ist nur irgendwann, man merkt, man kann es nicht allen recht machen, auch wenn man das gerne würde. Man kann nicht jedem Menschen immer gerecht werden, das geht einfach nicht. Das muss man auch verstehen und klar wird der eine oder andere dann vielleicht traurig sein oder man selbst ist unzufrieden, aber man muss einfach akzeptieren, dass das so ist. Mhm. Weil alleine stell dir mal vor, du hast 10 Freunde. Du kannst auch allein diesen 10 Freunden nicht immer gerecht werden, weil der eine braucht dann deine Hilfe, der andere braucht auch deine Hilfe, und dann sagst du dem ab und ne, sagst dem einen zu und dann ist da vielleicht schon der eine wieder traurig. Und wie willst du das machen, wenn du tausende Menschen hast, die Eindrücke von dir oder ihre Eindrücke preisgeben und dies und das erwarten? Und deswegen kann man ja nur sagen, auf YouTube ist es ja so oder auf Twitch auch,
kostenloser Content wird geliefert, die Leute können alles gucken, aber die Erwartungshaltung von den Leuten ist prinzipiell, wenn man sie erfüllen kann, schön. Wenn nicht, dann muss man sagen, ist egal, weil man muss das machen, was man selbst für richtig hält, weil wenn man sich selber recht macht, dann hat man zumindest einer Person recht gemacht. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste am Ende des Tages, dass du mit dir zufrieden bist. Und ich meine, der Weg dahin, das hat bei mir auch ein bisschen länger gedauert, weil gerade wenn du am Anfang eine kleinere Community hast und weniger Eindrücke, dann rechnest du den einzelnen Zuschauer sehr viel Gewicht zu. Und wenn dann einer irgendwie sehr schnell kritisch wird, dann versuchst du ihm es recht zu machen. Aber im Endeffekt geht es um dich, um deinen Kanal. Und wenn es ihm nicht passt, dann muss er sich anpassen, weil es ist dein Kanal und dein Content, den du produzierst. Andersrum, man kriegt ja immer wieder die Vorwürfe, ja, wenn der Zuschauer nicht wäre, dann wärst du auch nicht. Aber es ist ja so, der einzelne Zuschauer kann nicht für sich den Anspruch erheben, zu sagen, ich bin die Gesamtheit der Zuschauer, ich spreche jetzt für alle. Sondern er kann immer nur für sich sprechen. Genau. Und im Endeffekt kaufst du kein Produkt oder so, sondern du konsumierst einfach. Und die ganze Arbeit dahinter, dafür bezahlst du nichts. Und wenn zum Beispiel bei Twitch oder bei Twitch ist es nochmal ein bisschen anders als bei YouTube. Ich meine, da hast du ja wirklich, dass die Leute ein Abo bei dir machen. Das ist ja die Haupteinnahmequelle bei Twitch. Bei YouTube ist ja schon bei den Großen ist sowieso die Sponsoring und Werbung. Aber ich meine, YouTube finanziert ja auch über die Werbeeinnahmen. Ja. Und ich meine, dafür leiste ich ja. Ich mache die Dienstleistung für Google und dafür kriege ich mein Geld. Genau. Ne? Und klar, wenn mehr Leute zugucken, verdient Google so gesehen mehr Geld und gibt mir auch mehr ab. Mhm. Ne? Aber es ist ja nicht so, dass jemand direkt sagt, hey Jorgensohn, ich habe jetzt dir im Monat so und so viel Euro gegeben und du musst jetzt Videos für mich machen. So läuft Nein. das ja nicht. Nee. Also ich sag mal, zu erwarten hat keiner was, weil du entscheidest ja, wie du schon gesagt hast, was du rausballerst. Und ja, wie gesagt, den Konsumenten gefällt's oder gefällt's nicht. Und wenn nicht, dann lebt damit. Ja, und wenn es irgendwann da auch nicht mehr läuft, zum Beispiel, das habe ich ja auch in diesem einen Podcast mit der Sonic gesagt, dann habe ich auch nicht den Anspruch zu sagen, hey, guck mal meine Videos. Genau. Das habe ich auch nicht. Sondern ich mache das, weil ich das machen möchte. Und wenn es nicht mehr gut ankommt, dann kommt es nicht mehr gut an. Und dann kann ich auch nicht sagen, ja, aber ihr habt doch. Nee, habe ich auch kein Recht. Genau. Ne? Deswegen. Ich hoffe bloß an der Stelle, dass du das noch lang genug weitermachen kannst und noch uns weiter lang genug füttern kannst mit deinen Videos. Also wenn es so weitergeht, dann auf jeden Fall. Und ich habe auch sehr viel Spaß dabei. Aber vielleicht merkt man ja auch irgendwann in 2-3 Jahren mal so, okay, das ist doch nicht mehr das, was ich machen möchte. Und dann hört man vielleicht aus ganz anderen Gründen auf, die man heute vielleicht noch gar nicht kennt, sag ich mal. Ne? Kann ja auch sein. Oder irgendwas passiert. Man weiß ja nie, was Sache ist. Aber ich gucke einfach, wie es aktuell ist und damit bin ich sehr zufrieden. Mehr kannst du ja eh nicht machen, sagen wir es mal so, ne? Ja, aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich wollte es gerade sagen, danke für deine Offenheit an dieser Stelle, aber ich wollte jetzt auch wieder den Bogen zurückerschlagen zu Videospielen. Und richtig, ja. Ich frage mich jetzt so nebenbei, also wenn ich mich so auf deinen Kanal so auch umgucke, ne? Es ist ja, wie du schon sagst, wieder Gothic, Risen, viel Rollenspiele, Strategiespiele haben jetzt ja auch schon geklärt, dass du gern spielst, aber spielt denn ein Jorgensohn auch zum Beispiel mal gern so ein Funracer oder Sportspiele oder ein ganz anderes Genre? Also mit meinem Bruder habe ich ab und zu so gegeneinander FIFA gespielt oder Pro Evolution Soccer. Aber das sind dann für mich so einfach so, das ist für mich geht in die Schiene auch wie so, keine Ahnung, Mario Party oder sowas. Das spielst du mal mit Freunden. Genauso sehe ich Sportspiele, spielst du auch mal mit Freunden. Alleine würde ich mich da nicht hinsetzen und FIFA spielen. Mhm. Aber so in Gesellschaft macht mir das auch Spaß, kann mir das auch Spaß machen. Genauso wie Rennspiele. Aber dass ich das letzte Mal ein Rennspiel gespielt habe, ist ewig her. Früher habe ich dann aber auch schon einige Rennspiele gespielt, Need for Speed oder eines meiner Lieblingsspiele damals auf der PlayStation war das Destruction Derby, weil da ging es auch darum, mit den Autos andere Autos kaputt zu fahren. Okay. Und, so, ne? Und da gab es noch so ein Spiel, das war gleichzeitig auch so Flatout hieß das Spiel. Das war auch so ein Game, ein Racer, vielleicht kennt das noch der eine oder andere, aber du hast gleichzeitig auch so Schaden an den anderen Autos machen können und irgendwie war das eine coole Kombination, dass du Autos auch so wegrammen konntest und das Teil des Spiels war, ne? Okay. Und wie stehst du so allgemein so zu Ego-Shootern? Boah, Ego-Shooter wenig, also ganz wenig gespielt. Und das war dann meistens auch so dann noch Call of Duty Zombie-Modus mit Freunden zusammen. So, okay. Ne? Also eher so in die Richtung. Aber selber, dass ich mich jetzt hinsetze, Ego-Shooter spiele, es war nie so meins. Wenn ich mal zum Beispiel auch so ein Rollenspiel gespielt habe, wie zum Beispiel jetzt Fallout 4 oder so, ne, da hast du auch ja Ego-Shooter-Elemente drin. Mhm. Dann finde ich das nicht so schlimm. Aber es ist jetzt nicht mein Vorzugsgenre, sag ich mal.
Okay. Ja, geht's mir ähnlich wie dir. Also ich kann mich eigentlich auch größtenteils fast bloß für mehr Rollenspiele oder auch mit Mittelalter-Setting anfreunden. Spiel zwar hin und wieder gerne mal ein Fighting-Game, so ein Prügler wie Street Fighter oder Tekken, aber am Ende des Tages komme ich meistens immer zum Rollenspiel zurück. Mhm. Wenn man mal so an Reihen oder irgendwas denkt, gab es da irgendwie so außer der Gothic-Reihe jetzt noch irgendwas, was du so gern verfolgt hast, beziehungsweise, oder ich habe es ja vorhin schon mal angeschnitten, irgendwie eine Lieblingsfigur, die du hast oder mit der du dich so vielleicht auch ein bisschen identifizieren kannst? Also eine meiner Lieblingsfiguren, wenn ich auch jetzt spiele, aus dem Spielebereich, ist halt Geralt von Riva auch, ne? Mhm. Also Witcher 3 war damals auch ein Spiel, was mich mega gefesselt hat. Teil 2 war auch richtig gut, war ich damals auch richtig begeistert. Mit Teil 1 bin ich nie so warm geworden, der steht auch noch auf der To-Do-Liste, den jetzt nochmal komplett durchzuspielen in dieser Remastered Edition oder was es da gibt. Ja? Es gab so eine HD-Version, die irgendwann mal auf Steam kam, die so ein bisschen Grafikverbesserung hat, die habe ich halt nie gespielt. Ah, okay. Ja? Das ist jetzt nicht ein richtiges Remastered, aber da ist ja auch irgendwas in Planung, glaube ich, dass da noch so ein Remake kommen soll von Witcher 1. Ja, soweit ich es verstanden habe, soll das Witcher 1 so von der Grafik her wie das 3er geremaked werden und auch so vom Kampfsystem. Ja, das wäre geil, das würde ich sofort auch nochmal spielen dann. Aber Geralt, einer meiner absoluten Lieblingsspielecharaktere, weil in vielen Fällen einfach diese moralischen Dilemma, die in den Spielen immer aufgezeigt werden. Oh ja. Die sind sehr interessant einfach. Und egal welche, hier Geralt sagt ja immer, er versucht am besten gar nicht zu wählen, aber wenn, dann immer das kleinste Übel. Mhm. Und oft klappt das ja überhaupt nicht, sondern es hat viel schlimmere Ausgänge. Das haben die Spieler auch dann immer gut rübergebracht mit den ganzen Entscheidungsmöglichkeiten, die man da treffen kann. Und das hat mich auch mal gefesselt, weil das ja auch selbst jede banale Nebenquest von töte eigentlich nur das Monster ist ja noch gut verpackt in irgendeiner kleinen Story oder so. Mhm. Und deswegen hat das Spiel mich dann auch so gefesselt und ja. Hast du das dann auch öfters mal gespielt, so mit anderen Entscheidungen oder auch mal so mit Entscheidungen, die du gar nicht treffen würdest, so wenn du es normal spielen würdest? Okay. Ja. Also Witcher 2 habe ich sehr oft durchgespielt, ich glaube auch dreimal oder so und dann mit verschiedenen Entscheidungen, weil da gibt es ja wirklich, ich glaube bis jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Enden es da gibt, aber es gibt richtig viele, wo man das so kleine Abschnitte immer anders sich entscheiden kann, weil man kann ja auch zwischendrin nochmal die Seite wechseln und immer sowas machen. Und bei Witcher 3 habe ich das auch, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es einmal bei Release gespielt, dann komplett durchgespielt, dann habe ich es, glaube ich, ein paar Jahre später nochmal gespielt. Und dann habe ich das New Game Plus auch noch gespielt mit anderen Entscheidungen. Also einmal so einen richtig langen Durchgang gemacht, dass ich einmal im New Game Plus dann nochmal alles durchgespielt habe. Krass, okay. Aber das war auch wirklich eine Ausnahme, dass ich mich so lange an so einem Spiel festbeiße. Und bei anderen Spielen, ich glaube tatsächlich, auch wenn es von den Fallout-Fans nicht so beliebt ist, habe ich Fallout 4 auch zweimal durchgespielt. Komplett. Okay, nicht ganz komplett. Die DLCs waren beim ersten Durchgang nicht dabei und beim zweiten Mal, also ja, da habe ich die DLCs halt gespielt. Ja. Mhm. Ja. Hast du dann Witcher 1 gar nicht gespielt oder nur mal angespielt? Angespielt. Ich habe es nie richtig durchgespielt. Deswegen steht das noch auf der To-Do-Liste. Und gerade mein Bruder, der hat, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren oder so nochmal alle Teile durchgespielt. Der hat mir das auch nochmal wärmstens empfohlen, auch Witcher 1 nochmal durchzuspielen. Ja. Das steht auch auf der To-Do-Liste, aber da stehen viele Dinge. Das glaube ich dir, ja. Die To-Do-Liste allein mit Rollenspielen ist endlos lang. Und ein Überraschungstitel war für mich ja auch, den ich immer wieder empfohlen bekommen habe, war ja dieses Skyrim Total Conversion Enderal. Mhm. Den habe ich ja dann auch durchgespielt, auf dem Kanal auch. Und das war auch seit langem mal wieder ein Spiel, was einen fesseln konnte, weil die Story ist einfach dermaßen gut. Also, das war ein Spiel, tatsächlich, wo ich noch so, so ging es mir auch bei Witcher 2, ich weiß noch nicht, ob du das kennst, wenn du so eine Serie durchguckst oder so ein Spiel, was dich fesselt, dass du manchmal noch so 2 Wochen danach trotzdem noch drüber nachdenkst. Mhm. Und das war auch bei mir, bei Witcher 3 war es zum Beispiel so, bei Acholos war es zum Beispiel so, aber es war auch bei Enderal so, dass das gerade das Ende, das hat eigentlich losgelassen. Okay. Kannst du mir mal kurz so ein bisschen zu diesem Enderal was erzählen? Weil ich glaube, ich werde es wahrscheinlich eher nicht spielen aus Zeitgründen. Ja, also die Sache ist, es ist halt eine komplette eigene Welt, ne? Mhm. Und
du bist halt auch wieder klassisch so ein auserwählter Charakter, der irgendwelche Visionen hat und läufst halt dem hinterher. Und ich will jetzt hier nicht spoilern, ne, für irgendwas, aber es ist auf jeden Fall so, am Anfang fängt das alles sehr locker an, aber wenn du dich drauf einlässt und gerade der Hauptstory folgst, die Nebenschauplätze sind auch super, aber gerade die Hauptstory, die reißt dich ab einem Punkt so mit, weil die Charaktere sind dermaßen gut geschrieben. Ne? Okay. Übrigens ist auch einer von den Schreibern von Enderal, der dort mitgewirkt hat, jetzt beim Gothic Remake dabei, habe ich mir sagen lassen. Deswegen habe ich mega Hoffnung auf neue, vielleicht Erweiterung von Charakteren und so. Ne? Ah, okay. Weil die sind echt glaubhaft geschrieben. Auch dann hast du immer wieder diese moralischen Dilemma. Teilweise auch wirklich lange Gespräche mit NPCs, aber wo du wirklich überlegen musst. Du hast dann 4, 5 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und es ist einfach, es reißt dich so mit. Und die Story ist halt für mich war es nicht durchschaubar. Am Ende saß ich da und dachte mir so, was ist hier gerade passiert? Ne? Und das hatte ich schon lange, weil die meisten Spiele sind vorhersehbar, die meisten Serien sind oder Filme sind vorhersehbar. Da weißt du schon, okay, da ist wahrscheinlich der Bösewicht und eigentlich wird es so und so sein. Und das hatte ich da gar nicht. Ne? Und gerade, weil ich das zum ersten Mal dann gespielt habe und man sieht, wie glaubhaft die Charaktere geschrieben sind und so, das reißt dann total mit. Aber wie gesagt, ich hab's auch nicht geglaubt. Also, mir haben das die Leute genauso erzählt und ich dachte so, ja, klar. wahrscheinlich wird das so toll sein. Aber es war wirklich genauso gut. Ne? Deswegen, ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr ein Rollenspiel sucht, Enderal, ist für komplett kostenlos auch. Ne? Ihr braucht halt die Skyrim Special Edition oder die normale Edition, dann könnt ihr euch das runterladen, auch bei Steam mittlerweile. Ja, und deswegen, ich will jetzt nichts zur Story sagen, weil das muss man wirklich erleben. Okay. Ne? Also, deswegen fällt es mir auch gerade schwierig, einfach zu sagen, ja, jetzt, ja, und das passiert und das machen sie. Das finde ich halt blöd, weil es sind manchmal solche Dinge. Ich kann ja als Beispiel mal sagen, ein Nebenschauplatz war zum Beispiel, im Zuge der Hauptquest kamst du in ein Dorf und alle waren mega freundlich, ne? Alle waren mega freundlich, gut zu dir, du kamst dahin. Aber irgendwie wirkt das auch so gruselig. Die Menschen waren einfach zu nett. Und da war ein Junge und dieser Junge, der war auch mega freundlich zu dir. Und du hast dann im Zuge dieser Quest herausgefunden, dass dieser Typ, dieser Junge, der hatte halt ein dunkles Geheimnis. Und zwar eigentlich hat er sich durch Wünsche, die ihm zur Verfügung standen, diese Scheinwelt aufgebaut. Weil eigentlich war er ein das ist quasi wie eine Fehlgeburt, die aber überlebt hat. Er hatte sehr viele Verstümmelungen an seinem Körper, ihm ging es eigentlich gut. Und er hat sich dann ein schöneres Leben gewünscht, dass alle nett zu ihm sind. Und so hat er sich eine falsche Realität aufgebaut in diesem Dorf. Und du kommst dahin und dieser Junge hat halt diese Macht darüber gehabt. Aber er ist ein Kind, ein verspieltes Kind. Ne? Okay. Und ist halt nur jeden Tag da am Spielen und Machen und Lachen. Und dann kommst du dahin und du bist der Einzige, der ihn irgendwann durchschaut und so sieht, wer er wirklich ist. Ne? Und als dann dieses dunkle Geheimnis rauskommt und dann siehst du später, wie das Dorf wirklich ist und was da wirklich los ist. Und das ist so ein krasser Effekt, wenn man drüber nachdenkt, weil dann siehst du, wie das Kind eigentlich ist und du siehst, wie der Ort eigentlich ist. Und das war ist echt so krass gewesen, weil du da hinkommst, es ist die heile Welt und auf einmal kommt dieser Schlüsselmoment und dann boom und du siehst die Realität. Und das war echt krass. Also da können sich so viele große Studios noch eine Scheibe von abschneiden. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel verraten oder spoilern, aber das ist nur eine Nebenquest. Und ich meine, so auf dieser Ebene bewegt man sich in Enderal. Ich glaube aber jetzt, wo du mir so die Quest so erzählst, die ist, ich will es jetzt sagen, abgekupfert oder irgendwas, aber sowas Ähnliches habe ich schon mal in einem anderen Spiel gesehen. Und ich weiß nicht so, Nintendo, glaube ich, bist du jetzt nicht so aktiv, ne? Aber es gab auf dem Super Nintendo ein Spiel, das hieß Terranigma. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, überhaupt nicht. Also Terranigma ist einfach ein ganz stinknormales japanisches Rollenspiel, so wie man sich's vorstellt. Von der Story her bist du mehr oder weniger damit beschäftigt, die Welt wieder zu erbauen. Also du magst Dungeons. Zum Beispiel, du kommst auf die Erde und es ist totales Ödland. Und du magst das erste Dungeon in so einem verwucherten Baum drinnen und dann kommen die Pflanzen zurück. Irgendwann kommen die Tiere zurück. Dann die Vögel, dann die Säugetiere, irgendwann die Menschen halt. Ne? Und dann schwingt der Plot über. Und dann bist du von diesem Erbauer-Szenario mehr so in diesem Rollenspiel-Quests- und NPC-Szenario. Und dann musst du ein kleines Mädchen suchen, die in der Wüste in einem Dorf lebt, was aber vom Krieg heimgesucht wurde.
Und du kommst da an und es ist alles total die heile Welt und du hast dir sagen lassen, es ist aber Ruine. Und ja, wie du schon sagst, die ganzen Leute belächeln dich und dann irgendwann legst du dich zum Schlaf hin, wachst auf und bist auf einmal in so einer zerfallenen Stadt und die ganzen freundlichen Leute sind dann Zombies und so. Also so ähnlich, wie du das jetzt gerade erzählt hast. Es ist wirklich sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist, vielleicht ist es dem auch nachempfunden, ne? Oder inspiriert zumindest, sagen wir es mal so. Kann ja sein, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich habe das da zum Beispiel, so diese Art von dieser Story habe ich da zum ersten Mal erlebt. Und ja, dann noch zusätzlich, du hast sehr viele professionelle Synchronsprecher, die da auch einfach mitgewirkt haben bei diesem Projekt, die super rüberbringen. Da sind Sprecher, keine Ahnung, wenn du von Scrubs die Anfänge kennst, Dr. Cox zum Beispiel ist einer, ist dabei. Okay. Oder von Kevin Spacey, der Sprecher ist dabei. Da weiß ich jetzt gerade leider auch nicht den Namen. Aber sehr viele professionelle Synchronsprecher, sehr viele auch so Hörbuchsprecher und so von irgendwelchen Foren. Dann auch manchmal Leute zum Beispiel von der GameStar, diese Petra, ich habe jetzt den Nachnamen vergessen, die spricht auch mal zwischendurch mal ein NPC. Es sind sehr viele bekannte Leute, die da mitsprechen und die machen das wirklich sehr gut. Und das ist halt allein schon so ein Alleinstellungsmerkmal, diese Glaubwürdigkeit, die da geschaffen wurde. Ne? Dann die Musik ist halt atemberaubend. Ne? Und alles dieses zusammen erzeugt die Atmosphäre. Ich wirklich das Schlechteste an dem Spiel ist die Skyrim-Engine. Also wirklich, diese klassischen Skyrim-Engine-Probleme, die hast du da immer noch mal. Und das macht gefühlt das Spiel, das limitiert das Spiel. Okay. Ja? Aber ist es dann auch vom Gameplay her so wie Skyrim, also auch so das Kampfsystem, Magiesystem? Ich weiß nicht, ob es da Magie gibt. Es ist überarbeitet. Also du hast halt mehr so zum Beispiel, du hast auch Lehrer, die dir was beibringen können. So, es ist ein bisschen angelehnt wie so ein Mischmasch aus Skyrim und anderen Rollenspielen. Du wirst aber dieses grundlegende System nicht los. Aber das Charaktersystem ist auf jeden Fall, hat mehr Tiefgang und ist durchdachter. Und du hast dann auch sowas wie Set-Boni und diese ganzen Sachen, die kannst du auch noch machen und schmieden und die, alles Mögliche. Also da ist auch sehr viel Tiefgang dabei, ne? Okay. Es hört sich fast zu gut, um wahr zu sein an. Hey, vielleicht muss ich es mir doch mal angucken, aber. Und ich dachte es auch. Und dann habe ich angefangen zu spielen und dachte so, ja, ist ja ganz nett. Ne? So, hat Spaß gemacht, aber war jetzt nichts. Und dann irgendwann kam der Plot ins Rollen und dann dachtest du so, wow, was geht hier ab? Ne? Und so grandiose Schauplätze und alles. Deswegen, wenn ich kann das jedem empfehlen, jedem. Okay. Ich hab's auch nicht geglaubt. Da, ne? Ja, ich habe mir jetzt, das Problem ist bloß, ich habe mir jetzt vorgestern nach unserem letzten Gespräch mal auf deine Empfehlung hin Velaya jetzt runtergeladen, hab's dann, glaube ich, zum Laufen gebracht. Und hab da ein bisschen reingespielt und jetzt bin ich gerade voll im Velaya drinnen und bin mal gespannt, was mich da so erwartet. Aber es ist schon, wie du schon sagst, eine sehr spannende Mod. Ja, also ich meine, das kann man sich ja auch irgendwann für den nächsten Winter kannst du ja auch so ein Enderal aufheben oder was, ne? Ja, absolut. Es gibt auch noch einen Vorgänger, Nerim, das ist eine Oblivion Total Conversion, der steht auch noch auf der To-Do-List. Das ist quasi so eine Vorgeschichte von Enderal, da bin ich auch sehr gespannt drauf, habe ich auch sehr oft empfohlen schon bekommen. Will ich auch noch spielen, aber wie gesagt, du kennst das ja mit Zeit und wann soll man das alles machen? Ja, absolut. Und gerade so ein Enderal dauert auch lange. Es ist halt, wenn du alles mitnimmst, ich weiß nicht mal, ob ich alles gemacht habe, aber auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie viele Parts. Ich hatte über 80, glaube ich, oder 80. Mhm. Und also so 80 bis bestimmt 150 Spielstunden kannst du da reinstecken. Ne? Mhm. Also schon so eine Größe von so einem Witcher 3. Ne? Krass, echt krass. Ja, also. Und Enderal hast du auf deinem Kanal hochgeladen? Mhm. Okay, da schaue ich ja mal nach dem Gespräch mal rein, weil das interessiert mich jetzt doch ein bisschen. Hey. Aber schau bloß nicht in zu späte Folgen rein und lass dich nicht zu sehr spoilern. Nee, nur mal so die erste Folge, so was mich das so erwartet. Wie gesagt, bis ich das wahrscheinlich spiele, oder wenn ich es überhaupt spiele, dann vergeht dann wahrscheinlich auch noch Zeit und da habe ich es bestimmt wieder vergessen. Ja, ja. Aber ich würde gerne noch mit dir über zwei Punkte reden, die ja mit dem Gaming einhergehen, sage ich jetzt mal. So allgemein, wie du dazu stehst. Machen wir erstmal kann man jetzt vielleicht auch negativ auslegen, wie man will. Wie stehst denn du so allgemein zu Achievements und so? Puh, also ja, also ich hatte früher eine Phase, wo ich die irgendwie gejagt habe. Und selbst wenn das belanglose Achievement war, dann dachte ich trotzdem, ja, ich will das haben. Und irgendwann erkennst du dann, okay, wie sinnlos ist das eigentlich, nach Achievement zu jagen? Weil du hast nichts davon, außer dass du sagen kannst, ich habe das Achievement. Und gerade bei der PlayStation 4, da hatte ich dann einige Titel und gerade bei Dark Souls und Bloodborne und
glaube, bei allen fast Spielen, die ich hatte, habe ich da versucht, die Platin-Trophäe zu erreichen. Aber das hat mir in vielen Fällen auch den Spielspaß kaputt gemacht, weil dann machst du es nur für die Trophäe oder für das Achievement und nicht für deinen Spielspaß. Und dann, als ich das irgendwann gemerkt habe, dachte ich einfach, okay, scheiß drauf. Ne? Also deswegen, es kann ein guter Anreiz sein, aber es kann dich auch in so einen Zwang irgendwie führen, wo du denkst, ich muss das jetzt erreichen, ich muss jetzt, keine Ahnung, die dümmsten Sachen machen. Aber es kann auch, wie gesagt, motivierend sein und dich auf andere Ideen bringen, ne? Ich finde es ja schön, zum Beispiel bei solchen PlayStation-Exclusive-Titeln, wenn man jetzt da zum Beispiel mal Horizon Zero Dawn oder irgendwas nimmt oder Days Gone, da finde Der ist ja gar nicht mehr exklusiv. Beides nicht übrigens. Genau. Nee, aber es war noch zu der Zeit, wie es neu war, ne? Exklusiv. Und da fand ich es immer schön von den Achievements her. Wenn du eigentlich, sage ich jetzt da mal, gespielt hast und alles versucht hast und mitgenommen hast, hast du einen Spieldurchlauf mit der Platin-Trophäe gut abschließen können. Ne? Klar waren da manche Dinger da mal dabei, zum Beispiel die musst du extra machen musstest. Ich denke an Days Gone zum Beispiel, irgendwas mit dem Motorrad, irgend so ein Kunststück, das würdest du normalerweise nicht machen. Aber es war immer trotzdem immer schön dann, wenn du diesen Endscreen dann gesehen hast, die Credits laufen ab und du hast dann die Platin-Trophäe bekommen. Es gab dann aber... Ich wollte nur, gerade bei Horizon Zero Dawn habe ich auf der PlayStation auch die Platin-Trophäe gemacht und ich habe es voll bereut, weil da gab es so komische Jagd-Challenges, die du machen solltest. Boah, das war teilweise echt. Ich glaube, da habe ich auch dann irgendwann den Schwierigkeitsgrad runtergestellt, nur um diese Challenges zu schaffen, um die Gegner schneller zu töten, damit ich diese Trophäe bekomme. Ja, und wie du schon sagst, ne, es bringt dir nichts, außer dass du das aufleuchtet und du das vielleicht in deinem virtuellen Kanal da irgendwie siehst. Aber ich habe bis vor einem Jahr wirklich auch noch so gedacht, wenn ich so ein Spiel spiele und die Platin-Trophäe ist irgendwie machbar, die ist jetzt nicht verbunden mit irgendwelchen Internet-Tätigkeiten oder so wie bei Assassin's Creed momentan, dann nehme ich mir die mit natürlich. Und ich habe dann auch irgendwie, ich habe ja Dark Souls vor 1,5 Jahren das erste Mal gespielt, ne? Und ich war da so stolz auch drauf, dass ich so ein schwieriges Spiel, sage ich jetzt mal, oder für mich schwieriges Spiel durchgerockt habe. Und habe da, mein Ego musste unbedingt die Platin-Trophäe haben und gemeint, ich kann mich da nur in diesem Spiel definieren, wenn ich die Platin-Trophäe mitnehme. Und dann habe ich das beim 2er Dark Souls auch gemacht und ich sag dir, die bei Dark Souls 2 die Trophäe, die war echt beschissen. Also ja, ich habe es bei Dark Souls 2 auch komplett gemacht. Das ist Katastrophe, ich kenne den Schmerz. Das ist einfach nur Zeitverschwendung, hey, ne? Auch so alleine die ganzen Waffen einzusammeln, du hockst dann da, also ich habe mir meine Liste runtergeladen und immer abgestrichen, das habe ich. Und dann habe ich Dark Souls 3 das genau das gleiche probiert und habe mein Dark Souls 3 das erste Mal durchgespielt, habe den zweiten Run gestartet und dachte mir eigentlich dann wirklich so, warum mache ich das eigentlich? Warum? Ja. Ne, es bringt mir gar nichts, außer dass ich jetzt da Zeit reinstecke, die ich vielleicht auch in ein Video reinstecken könnte. Und eben. Das war das erste Spiel, wo ich es dann auch gelassen habe und wahrscheinlich jetzt auch so mein Trophäenwahn vielleicht hoffentlich einmal ein bisschen gebrochen ist. Ja, also wenn man da Bock drauf hat und Spaß daran hat, dann sollte man es machen. Aber wenn man diese Erkenntnis dann auch hat, okay, das, was ich hier gerade tue, ist Zeitverschwendung, keine Ahnung, ich habe da auch das Interesse irgendwann verloren. Und diese Zeit, die man wirklich auch für Horizon Zero Dawn und für diese anderen Spiele, die ich da die Platin-Trophäe gemacht habe, ja, völliger Blödsinn. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Mhm. Wenn man ein Achievement kriegt, ist schön, dann freut man sich vielleicht auch mehr, wenn du aus Zufall eins bekommst. Und viele Spiele haben ja auch Achievements für jeden blöden Kack. Oh, du hast das Tutorial bestanden, du kriegst ein Achievement. Wofür? Mhm. Du sagst ja auch, ne, du kannst ja auch den Spielspaß damit kaputt machen. Ich weiß es noch bei Risen 3, Risen 3 habe ich das erste Mal auf der PS3 gespielt. Und da ist, also die Grafik ist da wirklich grottig. Es ist auch, wenn du mit dem Schiff fährst, du siehst, dass dein Charakter lenkt, aber das Steuerrad bewegt sich nicht, ne? Also, es ist wirklich schlimm. Ich habe es mir jetzt dann auch für die PS4 noch geholt, weil ich es irgendwo in so einem Mediamarkt für 10 Euro rumfliegen habe sehen. Dachte mir, ja komm, 10 Euro nehme ich mir mit. Und habe es nochmal gespielt und musste natürlich auch da die Platin-Trophäe wieder rausholen. Und ich habe das dann auch schon so gespielt, so bei der Gildenwahl abspeichern, da sich anschließen, so richtig so systematisch mit einem Run die Trophäe dazu holen. Und es ist, also wie du schon sagst, du hast ja selber den Spielspaß richtig kaputt gemacht. Ne? Ja, klar, weil du musst ja auch dann der Gilde beitreten, da alles machen, dann zurück, der Gilde beitreten, da alles machen, das ist doch Blödsinn. Und alle Fähigkeiten lernen? Ach komm, ja.
Ja, und wofür? Damit du danach sagen kannst, wow, ich habe hier alle Fähigkeiten gelernt, die ich gar nicht gebraucht habe. Ja, genau. Und es hilft mir dann mal dabei, einen vernünftigen Job oder irgendwas zu finden. Weißt du, wie ich meine? Ne? Nee, naja. es hilft dir aber gar nichts. Das ist ja einfach nur Beschäftigungstherapie, um dich noch länger im Spiel zu fesseln. Allerdings muss ich sagen, manchmal habe ich dann auch so das Dark Souls-Gefühl gehabt. Wir haben es ja in unserem Bloodborne-Ding schon besprochen. Mit Amygdala, wie ich den das erste Mal besiegt habe im Cave Dungeon, wie ich da ausgeflippt bin. Und bei God of War war da auch so eine Trophäe. Du musstest da solche Bosse besiegen, die haben Valkyren geheißen. Ich weiß nicht, ob du God of War gespielt hast. God of War, also die neuen also ich habe keinen Teil gespielt, aber ich habe gerade von den von 2018 und dem letzten, der jetzt kam, habe ich Streams verfolgt. Mhm. Ja. Also muss ich auch sagen, großartige Spiele. Und ja, auf jeden Fall an diesen Valkyren bin ich dann auch ewig gesessen und haben das aber dann durchprügeln wollen, um es mir zu beweisen und um die Trophäe zu bringen. Und also diesen Adrenalinschub, den du da bekommst, der ist schon gigantisch, muss ich sagen. Das ist ja fast schon so, ey, gut, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Drogen nimmt, aber so stelle ich es mir vor. Ja. Ja gut, und dann hätte ich noch ein Thema, das glaube ich ist vielleicht jetzt ein bisschen erfreulicher als Zeitverschwendung, und zwar Easter Eggs. Easter Eggs finde ich immer schön, gerade wenn sie, weiß ich nicht, zum Beispiel, es gibt ja viele Easter Eggs in vielen Spielen zu Dark Souls zum Beispiel, da findest du auch so ein Bonfire da oder so, das gab es ja selbst bei Elex, haben sie so ein Easter Egg eingebaut von Dark Souls, irgendwo in der Schneelandschaft da am Ende. Und sowas finde ich cool. Dann, das ist wie so eine kleine, so ein kleiner Aha-Effekt natürlich, so ein kleiner, bringt dich vielleicht mal zu schmunzeln, aber es ist auch wie so eine Würdigung für andere Spiele, so Anerkennung. Wow, ihr habt's, wir finden euch so cool, dass wir euch auch irgendwo in unser Spiel einbauen. Also das mag ich sehr gerne. Wenn es halt gerade sowas ist, was man ja auch suchen muss und aus Zufall herausfindet, finde ich das schöner, als wenn du das jetzt so präsentiert bekommst, sondern ne, dann ist es wirklich. Im wahrsten Sinne des Wortes, ein Easter Egg, was du erstmal suchen musst, ne? Mhm. Kannst du dich daran erinnern, hast du mal Easter Eggs, ich weiß nicht, so selber gefunden und gesagt, ah, cool, auch welche, die richtig versteckt waren, oder bist du teilweise auch so durch Guides oder so hingekommen, um zu sagen, jawohl, das möchte ich sehen? Nee, also wenn ich ein Spiel gut finde, dann spiele ich es meistens erstmal selber durch und dann nehme ich das mit, was ich halt mitnehme. Und dann gucke ich mir später an, was ich verpasst habe. Ne? Mhm. Deswegen habe ich bestimmt hier und da mal Easter Eggs gefunden oder irgendwelche Geheimnisse. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt vor dem ich das Spiel, bevor ich das durchgespielt habe, jetzt gucke, wo sind die Easter Eggs, die brauche ich. Nee. Mhm. Das ist ja gerade, finde ich irgendwie auch verfehlt dann. Weil ich will mich ja davon überraschen lassen. Ich glaube, dann hat es den besten Effekt, wenn du selber denkst, wow, das habe ich jetzt herausgefunden. Da kann ich wieder als Beispiel Risen 3 nehmen. Mhm. Es gibt ja diese GameStar-Redaktionsfolgen. Ja, ich weiß, was und du meinst. Und da ist irgendwann, wenn du bei dieser Magier-Gilde da durchläufst, durch den Hof, dann reden die auch genau diesen Dialog 1:1 nach, die Sprecher, der für bei der GameStar-Dialog Redaktionsfolge von Gothic 3 genommen wurde. Richtig, ja. Und das war so, hä? Was geht denn hier ab? Wieso sagen die das? Du dachtest so, konntest das gar nicht glauben. Und das war etwas, was ich damals dann auch, Risen 3 habe ich mir auch vorbestellt, das kam dann so ein Vorbestellerpaket und alles. Und habe ich das gespielt und habe das da rausgeholt und dachte so, was geht hier ab, wie cool ist das denn? Und dann freut man sich natürlich. Deswegen Easter Eggs, wenn es nicht, also klar, wenn es gute Easter Eggs sind und dich zum Lachen bringen und so, das ist alles super, ne? Freut man sich. Ja, ich erinnere mich gern an das Assassin's Creed Easter Egg in Witcher 3. Weißt du, welches ich meine? Ja, in Witcher 2. War das? Oder meinst du Witcher 3? Witcher 2 war eins, da habe ich mich totgelacht. Welches war das? Da ist am Anfang bist du in dieser Burg und dann siehst du unten so einen Heuwagen und daneben liegt so ein Assassin, also so diese kleine Weiße und dann sagt Geralt, ihr lernt es wohl nie. Das ist okay. So cool. Ne? Okay. Ich weiß nicht. Das war in Witcher 3 aber auch drinnen. Echt? In Witcher 3 habe ich es nicht gefunden. In Witcher 2 habe ich es gefunden. Ganz am Anfang ist das, wenn du da so ein bisschen mehr die Burg erkundest. Ey. Und das fand ich so gelungen, weil gerade diese trockene Art von Geralt, ist schon fast schon herablassend, so dieses, weil die lernen es wohl nie, es ist so cool. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verwechsel, aber ich bilde mir ein, dass du in Witcher 3 irgendwie in so eine Art Scheune oder, also ich glaube, das ist in Novigrad sogar. Du kommst irgendwo rein, so eine Art Stall oder irgendwas und da ist, wie du sagst, ein Heuwagen, du siehst einen Assassinen daneben liegen. Aber ob er da was gesagt hat, ich weiß es gar nicht mehr. Boah, also ich kenne das nur aus Witcher 2.
Okay. Aus Witcher 3, klar, kannst du geben. Witcher 3 ist riesig. Ich weiß nicht, was da alles gibt. Aber in Witcher 3 fällt mir auch noch eine coole Anspielung an Game of Thrones ein. Ich weiß nicht, ob du Game of Thrones geguckt hast? Nein, aber ich glaube, das Easter Egg, was du jetzt meinst, glaube ich, kenne ich auch. Aber erzähl mal. Ja, da ist auf jeden Fall so eine Himmelszelle, die offen nach außen ist. Und da sitzt ein kleiner Gnom drin. Und dann, das ist eine Anspielung auf den Charakter Tyrion, der auch in so einer Himmelszelle in Game of Thrones saß. Zwar an einer ganz anderen Stelle, aber es ist halt, ne? Dann, Geralt geht halt auch drauf ein. Haben sie den da so hingesetzt in so eine Himmelszelle? Hat er dann nicht auch gesagt, irgendwie so, ich glaube, er konnte nicht fliegen oder irgendwas? Kann das sein? Ja, irgendwas hat er gesagt. Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber das sind halt so Anspielungen an Filme, Serien oder so. Das ist immer cool. Ja. Mag ich. Ja, Jorgensson. Ich würde sagen, mit dem Blick auf die Uhr, es ist schon mal wieder eine Stunde vergangen. Wahnsinnig schnell die Zeit rumgegangen. Das stimmt, ja. Ja. War aber sehr angenehm, mit dir zu quatschen. Auf jeden Fall, Jorgensson, es ist mir immer eine Ehre, wenn du hier bist, mit dir zu quatschen. Immer eine Freude. Und Dankeschön. Ich sag dir jetzt mal so, wenn es jetzt so weiter von deiner Seite nichts gibt, würde ich gerne den Podcast beenden. Allerdings mit einer weiteren Einladung, wenn es mal wieder irgendwas zu bequatschen gibt, wo du sagst, okay, Mensch, da kenne ich mich aus oder da habe ich Bock drüber zu quatschen, dann würde ich mich freuen, wenn ich dich hier wieder begrüßen darf. Und ja, dann immer gerne, du musst nur Bescheid sagen. Dann gebe ich dir auch jetzt dein Schlusswort und bedanke mich. Ja, ich bedanke mich auch, dass du mich eingeladen hast. War auf jeden Fall ein angenehmes Gespräch. Ich hoffe, die Zuhörer hatten auch Spaß beim Zuhören. Und ja, ich wünsche euch noch was Schönes. Macht's gut, Leute. Und somit neigt sich diese Folge des Remola Talk dem Ende entgegen. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei dir, Jorgensson, bedanken für dieses angenehme Gespräch. Und vor allem bei dir, lieber Zuhörer, fürs Einschalten, fürs Unterstützen. Vielen Dank. Bis dahin. Servus.